Hallo und herzlich willkommen in Ganon's Turm. Der vermutlich letzte Tempel in A Link to the Past. Die Wandmalereien sehen geil aus. Das sieht hier allgemein sehr, sehr episch gerade aus. Und da ist ein Schlüssel drauf. Meins. Ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Ich hoffe darauf, dass all die Items wieder eingesetzt werden müssen, dass dieser Tempel riesig groß ist. Das ist wirklich meine Hoffnung. Ja, ich weiß, was Bomben sind. Also, die Hoffnung wird gerade auch ein bisschen geschürt, weil man uns Items gibt. Hier muss man den einsetzen. Ein gutes Spiel. Bisher. Moment mal bitte. Was ist das für ein Raum? Was soll das für ein Raum sein? Hilfe, ich habe übrigens gerade mein Mikrofon weggeschlagen. Wow. Nein, ich wollte doch gerade zur Seite gehen. Weh, ich muss den Raum komplett nochmal neu machen. Ja, muss ich, glaube ich. Die Hände sind wieder da. Okay, das verspricht Spaß. In einer sehr seltenen Form. In einer sehr unüblichen Form des Spaßes. Aber ich wundere mich immer wieder, wie gut solch alte Spiele heute noch funktionieren. Also ich meine, nicht auf technischer Ebene, sondern... Also wie gut sie sind, wie viel Spaß sie machen. So. Ihr könnt mich mal. Reicht das? Ich bin trotzdem gestorben! Oh Gott, dieser Raum ist einfach nur ätzend. Ich habe noch eine Fee. Ah ja, ich habe ja drei Feen. Ich bin so gut. Und ich wünsche mir einen Feenbrunnen in diesem letzten Dungeon. Nein! Das war jetzt also eine Fee umsonst verbraten, weil diese dreckige Hand direkt kam, nachdem ich geheilt wurde und ich mich gerade in Sicherheit gewogen fühlte. Oh. Ich kann ja einfach mal in die anderen Räume gucken, oder? Ja. Obwohl, nein, eigentlich will ich das jetzt schaffen. Das reizt mich gerade ein bisschen. Die Herausforderung oder so. Moment. Ich habe kein Elixier, das ist ein bisschen... Also ich habe ein Elixier, aber ich will es nicht verbraten. Okay, direkt einmal treffen lassen. Okay, einmal getroffen. Durch die Hand. Sie müsste jetzt kommen. Okay, zu früh. Dann aber jetzt, so langsam. Jetzt. Ich glaube, das war die letzte Fliese, die da gerade runtergefallen ist. Oh, meine Fee. Ah, ja, sie heilt mich. Yay. Dieser Raum ist ätzend. Das ist ein ätzender Raum. Aber ich bin stolz, ich habe ihn jetzt geschafft. Wow. Okay, diese Hand kommt anscheinend nicht nur an einem Platz vor. Sondern gleich in ein, zwei mehreren.
Lampe. Ach, es ist wieder eine ausgegangen. Hm. Na toll. Okay, die Hand schlagen wir jetzt mit einem Schlag schon kaputt. Boah, wehe, das hätte mich da wieder reingeschubst. Ich glaube, ich werde durchgedreht. Und rein. Na, ich hab's noch durchgeschafft. Opferspiel, Opfer. Bist ein Opfer. Ein Block dahin werfen oder eine Bombe? Eine Bombe kann man nicht werfen, oder? Ah doch, ja, kann man. Nee, das reicht niemals. Funktioniert das? Ja doch, wenn ich jetzt nochmal mache, explodiert's ja. Das vergesse ich die ganze Zeit, das musste man aber auch nicht oft benutzen. Aber wie ich gehofft hatte, hier werden viele Items benötigt und so. Und erwartet, dass man damit umgehen zu umzugehen weiß. Ist halt sehr cool. Du hast den Kompass gefunden. Wieso sind da jetzt Löcher? Waren die vorher nicht da und der Kompass hat mir es jetzt erst gezeigt, oder? Ist das so, hey, wenn du eine gewisse Anzahl geöffnet hast, dann hast du Pech gehabt? Wo bin ich jetzt? Das ist ja so super. Ah, hier ist ein Schlüssel. Nein! Verdammt. Nein, Moment, Moment. Ah, okay, das aktiviert es trotzdem. Nee. Da dachte ich, ich wäre mal wieder klüger, als ich bin. Obwohl, nee, eigentlich bin ich ja klug genug, bloß ich habe es nicht gewusst. Ich weiß es nicht besser. Au. Das sieht nach zusammenfallendem Boden aus. Sehr stark. Aber es passiert nicht. Okay, wie man da unbeschadet durch soll. Was habe ich gesagt? Ich vermute, man muss da mit dem Tarnumhang, ich nenne ihn jetzt Tarnumhang, mit dem magischen Umhang muss man da, glaube ich, wirklich durch. Da noch nicht, da geht's ja noch. Nein! Ach, verdammt. Nein, okay. Ah, ja. Ich hoffe, das Pfeifen klingt nicht für euch total nervig, weil... Und so. Nicht? Dings, Wir gehen jetzt hier einfach hier weiter. Wä? Aha. Ich verstehe. Magiepulver. Und wieder ein Teleporter. Oh Gott. Ja, sonst ist hier nichts. Okay, ich sehe keinen Sinn dahinter, den zweiten auch noch zu entzünden. Was? Ich dachte, man passt da zu zweit durch. Ah, das ist jetzt blöd. Sehr blöd sogar. Ich habe noch keine Karte, oder? Nee. Natürlich nicht. Hm.
Okay, das Ganze hat mir sage und schreibe 5 Pfeile gebracht. Verstehe ich nicht. Okay, hier kann man, glaube ich, auch einfach auf Glück wo lang gehen. Ist aber nicht zu empfehlen. Es scheinen hier schon komplexere Wege zu sein und ich habe gleich keine Lampe mehr. Also keine Energie mehr für die Lampe. Ich fühle mich wie in Amnesia ein bisschen. Da geht's anscheinend nicht lang. Hätte ich doch nur schon den großen Schlüssel. Naja. Nein, es geht noch nicht. Man kommt da nicht durch. Okay. Warte mal, bin ich hier nicht in quasi so dem ersten Raum, den ich genommen hatte? Oh, ein Schlüssel. Nein, nein, nein. Okay. Immer noch sehr, sehr gut. Ah, jetzt wird hier mal der abgefragt. Nein! Wie habe ich denn das geschafft, mich so halb darüber zu ziehen? Nein! Boah! Ich glaube, knapper ging es echt nicht. Ich habe noch einen Schlüssel. Hey, da kann ich durch! Oh Gott! Ich habe die Dungeon-Karte. Nach ganz unten rechts jetzt gerade. Wow! Wie what the fuck? Ja, das ist mal ein richtiger. Oh. Würde ich auch sagen. Ich brauche auf jeden Fall mehr Feen. Kriegt das irgendwie hin? Nee, krieg ich nicht. Ach so, natürlich. Ich verstehe, ich verstehe. Nee, so wollte ich es eigentlich haben. So, damit nur einer aktiviert wird. Ich bin so klug. Ja, das könnte man jetzt natürlich auf eine faire Art und Weise machen, aber man kann es auch lassen. Ich versuch mal irgendwie das zu schaffen. Nein! Da. Ich habe da gerade nichts Nützliches bekommen, richtig? Hm.
Muss ich aber. Wenn einer von diesen Blöcken hier zu verschieben ist und man das machen muss, das wäre doch so lame. Obwohl, wenn es der ist... Den... Der starrt da ja noch aus der Masse heraus, dann ist das okay. Und dann kann man hier rein. Gut, Glück einfach mal. Oh Gott! Ah, das macht Kopfschmerzen. Nee, ich nehme mal jetzt den. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Okay. Ist aber nicht gut hier gerade. Nee, kannst du gar nicht. Hä, wieso bin ich denn da jetzt runtergefallen? Nö, Schiebung! Jetzt muss ich da rein, da war ich aber schon drin. Jetzt muss ich wieder zu den Teleporter räumen. Oder ich probiere mich halt immer hier dran. Klappt super, seht ihr? Ja, das war nichts. Mm-mm. Ja, das ist ein großer Dungeon. Ich glaube, da versuche ich mich morgen mal dran. Das heißt, ich verabschiede mich jetzt hier. Da, wo wir angefangen haben. Ah, wir haben ja ein bisschen was dazu geschafft. Und so, nicht? Also, macht's gut, euer Vogel. Tschüss.